Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und in diesem Vlog soll es um das XF 27mm gehen. Das ist im Grunde genommen das, worum es gehen soll, also dieses Objektiv für Fujifilm-Systeme. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob es nicht die falsche Entscheidung war, sich das zu holen. Ist ganz besonders, wenn es darum geht, das für Video zu nutzen. Also dieses 27mm ist ein ziemlich kleines Gerätchen, wie ihr sehen könnt, also ein ziemlich kleines Objektiv und auch mit einer sehr kleinen Öffnung, wie man sehen kann. Aber es ist eines eben dieser alten Objektive und man sieht an dieser Öffnung auch schon, es ist so ein Objektiv, das hier an der Stelle eben immer raus und rein fährt, wenn es eben fokussieren soll. Das ist für Fotos gar nicht mal so schlecht, da macht es mir eigentlich nichts aus und ist auch schnell genug, auch auf der X-T100. Aber für Videos macht das dann doch schon was aus, weil man hört dann ständig die Geräusche im Hintergrund, wie es halt eben rein und raus fährt. Und das habt ihr auf einigen Videos sicherlich auch schon gehört im Hintergrund, die ich hier gemacht habe. Und aus diesem Grunde nehme ich jetzt gerade mit dem 1835mm Objektiv auf, das jetzt gerade auf die ungefähre 27 etwa eingestellt ist, vielleicht was mehr, 28mm vielleicht eingestellt ist. Anderer Nachteil bei Videos von diesem Objektiv ist, es benutzt halt eben einen alten Fokusmotor, der eben nicht nur laut ist, sondern halt auch eben beim Fokussieren, da habt ihr es manchmal gesehen, aus dem Fokus rauskommt, dann wieder reinkommt, aus dem Fokus rauskommt und dann wieder reinkommt. Und das machen die neueren Objektive wie das 1835er nicht, aber auch das 35er zum Beispiel, was ich jetzt auf meiner X-T20 habe, das 35er macht das auch nicht. Und ihr seht mal im Vergleich dazu, hier das 27 und hier das 35er, das ist auch nicht so groß, dieses 35er. Und das 23er ist im Grunde genommen das gleiche, nur hier steht dann 23 drauf und ihr habt eine andere Länge. Das heißt also eine andere Sichtweise im Grunde genommen. Aber ansonsten ist es genauso. Und da überlege ich tatsächlich schon, weil wenn ich das hier mal jetzt auf 23 drehe im Zoom, dann seht ihr so ein bisschen was mehr von außen rum, was ich hier habe. Aber das wäre sicherlich, glaube ich, für den Vlogging-Style auch gar nicht so schlecht. Und nah dran etwas halten, das kann ich auch relativ. Es fokussiert dann auch noch immer ziemlich gut, was ja so ein Problem war, was ich bisher immer so irgendwie hatte. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der X-T100 eventuell liegt, dass die da irgendwie einen Makromodus mit integriert haben für den Videomodus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Problem bei der X-T20 schon das ein oder andere Mal gehabt, dass er da nicht fokussieren wollte. Wenn ihr da Tipps habt, wie man das irgendwie beheben kann, ob man da eine Einstellung machen muss, dann sagt mir Bescheid. Ansonsten, was mir aufgefallen ist bei dem 27er ist, dass ich tatsächlich mit diesem 27er Probleme hatte, tatsächlich nah zu fokussieren. Das heißt, wenn ich hier relativ nah rangehe, seht ihr, ist das im Fokus? Sollte jetzt im Fokus sein, wenn ich das richtig sehe. Das relativ nah dran gehen, das funktioniert im Videomodus wunderbar, aber im Fotomodus hat das überhaupt nicht funktioniert. Fotomodus ist viel weiter weg, damit das funktioniert hat. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht liegt es an der X-T100. Ich habe es dann jetzt hier, ich kann es ja nochmal zeigen, wie es aussieht, wenn ich das auf der X-T20 dran mache. Kurz wechseln hier im Hintergrund. Wo ist der rote Punkt? Da ist er. Dann seht ihr, das ist ja super, super klein. Und das ist auch einer der Gründe, wenn ich jetzt noch den Griff hier abmache, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das bei der X-T100 aussieht. Super, super klein, super genial zum Mitnehmen und ein perfekter Ersatz für meine X70. Das Problem an der Geschichte ist tatsächlich im Fotomodus, wenn man da versucht, relativ nah ranzugehen. Wenn ich hier versuche, dann fokussiert er einfach nicht. Er will einfach nicht fokussieren. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil im Videomodus kann ich von dieser Distanz her wunderbar ohne Probleme etwas davor halten. So beispielsweise jetzt wie bei dem 1835er und er fokussiert wunderbar. Im Fotomodus geht es nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es vielleicht daran, dass die Kamera reinkroppt oder dass da auch eben ein Makromodus im Videomodus aktiviert ist und dass man im Fotomodus den irgendwo aktivieren muss. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, da einen Makromodus zu aktivieren.
Ich habe die Möglichkeit, den Fokusbereich zu setzen, ganz klar. Aber na gut, ich habe noch nicht ausprobiert hier. Hier gibt es ja Einzelpunktfokus, Zonenfokus und weit. Also vielleicht, wenn man da irgendwie was ändert, vielleicht geht das dann da besser mit dem Fokussieren, aber nicht wirklich. Er sucht sich da einen Wolf. Also das funktioniert nicht so ganz. Versucht mal mit Zonenfokus. Nee, also das geht nicht. Und das ist das, was mich so ein bisschen gewundert hat bisher bei dem Fotomodus mit diesem Objektiv. Dass man da also wirklich nicht richtig nah rankommt. Und im Videomodus geht das irgendwie ohne Probleme. Ja, das also zu der Geschichte. Würde ich das Objektiv jemandem empfehlen, der tatsächlich damit Video machen möchte? Nein. Ihr habt das jetzt gesehen bei einigen Videos. Ja, die Videos sind okay, weil ich habe ein relativ ordentliches Audio. Kann man natürlich immer noch was verbessern. Aber, und auch das Fokussieren, das klappt einigermaßen, aber er verliert auch immer irgendwie den Fokus. Und das habe ich beim 1835er nicht, das habe ich beim 1855er nicht, das habe ich auch nicht beim 35er. Und jetzt ist halt die große Frage, was soll ich machen für Videos? Werde ich auf das 1835er setzen? Es ist natürlich, solange ich hier quasi bei mir zu Hause rumhocke, ist das kein Problem. Es ist ein bisschen was schwerer und ein bisschen was unhandlicher, aber wenn ich irgendwo unterwegs sein möchte, dann nehme ich doch lieber das hier mit. Und wenn ich unterwegs bin, mache ich doch wohl auch eher Fotos anstatt Videos. Und dann ist das halt ultra, ultra kompakt, noch kompakter als das 35er oder das 23er, was die gleiche Größe hat wie das 35er. Ja, und ist dann auch dazwischen von der Fotolänge her, also zwischen dem 23 und dem 35er. Das ist also auch eine perfekte Länge. Deshalb ist das fürs Fotoschießen, aus diesem einen Grund würde ich das dann doch behalten fürs Fotoschießen und vielleicht auch das ein oder andere Mal werde ich noch ein bisschen was Video machen. Ihr könnt mir natürlich auch Tipps und Tricks schicken, wie ich hier das mit dem Fokus hinkriege, dass das nicht immer hin raus aus dem Fokus geht und wieder rein. Weil das Problem habe ich tatsächlich nur mit dem 27mm auf den Fujifilms. Vielleicht gibt es da einen Trick, einfach abblenden und ISO hochdrehen oder sowas, ich weiß es nicht. Für genügend Licht sorgen oder Blende ganz hochstellen und aufs Beste hoffen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und für ordentlich Licht sorgen. Das kann natürlich auch sein, dass man da ein extra Licht braucht bei Blende 2.8. Ansonsten warte ich tatsächlich auf das 16mm 2.8er. Ist es 2.8? Ich glaube 2.8 oder 2. Und wenn mir das nicht zusagt, dann wird es vielleicht ja, als kleiner Companion für das 35er, das 23er, das auch für Video ziemlich gut geeignet sein sollte. Aber ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht das 10 bis 24 mm, das hat ja auch noch einen Bildstabilisator mit an Bord, das ist so eher so Vlogging-mäßig gedacht. Aber das sind so meine Gedanken halt. Und ist es wirklich notwendig, sowas zu haben? Weil so einen Ultraweitwinkel habe ich ja hier mit meinem Sony Action Cam. Und wenn ich was machen möchte, nehme ich das und dann vlogge ich halt damit. Das ist halt dann auch wunderschön. Also und wunderschön schön leicht. Das kann ich so den ganzen Tag halten, im Grunde genommen. Und hier das mit dem 1835er. So den ganzen Tag halten. Dann muss ich das irgendwo stützen. Dann würde das gehen. Aber ansonsten ist das ein bisschen was schwer. Oder man muss ganz kurze Clips machen. Ja. Das ist also nicht so der Bringer. Und auch das interne Mikrofon ist nicht so der Bringer. Und beim Sony ist es halt eben gut. Auch wenn ich sagen würde, vielleicht im Hellen, eventuell, also im Hellen, draußen meine ich, wenn man damit rumläuft, eventuell nicht so zu empfehlen, weil halt eben der Wind dann hier direkt das Mikrofon, da gibt es zwar einen Softwarefilter für, aber da müsste man was draufklappen oder kleben, damit das Ganze hier nicht so die Probleme hat. So, aber das sind meine kurzen Gedanken zu der ganzen Geschichte. Also das 27mm Objektiv, jetzt macht den ganzen Test, den ich gemacht habe, ist ein scharfes Objektiv, ist immer dabei Objektiv. Das kann man auch als Ersatz für so eine Lenscap verwenden. Also das, was mir runtergefallen ist jetzt hier. Also für eine Naja, einfach so, ja, immer dabei, immer da drauf und das macht halt fast keine Größe aus. Und dann anstatt hier die Kappe drauf zu haben auf dem Sensor, seht ihr hier mal die Kappe und hier seht ihr mal den Unterschied. Das ist wirklich minimal der Unterschied.
Also deshalb das hier vielleicht. Ansonsten vorher hatte ich auch meine XT20 falls immer dabei. Auch ein kleines Objektiv, nämlich das 35er. Da kommt man in, also umgerechnet auf 50. Auch ziemlich gut, auch sehr gut. Auch fürs Logging eigentlich gut geeignet. Und dann rückt dir ein bisschen was näher. Ich kann es ja mal zeigen, um das so ein bisschen zu simulieren. Es geht ja beim 1835er wunderbar. So, jetzt sind wir bei 35. Das wäre dann also der Ausschnitt für 35. Und das ist, glaube ich, für einige schon ein bisschen was zu nah dran. Und etwas in die Kamera halten, muss ich halt immer vor mein Gesicht halten. Aber das funktioniert auch. Das würde auch wunderbar funktionieren mit dem 35er. Auch Vlogging-Style da was zu machen, weil das 35er hat sogar auch, wie man hier sehen kann, am Blendenring, es geht bis zur Blende 2, also eine Lichtstufe höher, was eine ziemlich, also hier unten sieht man es so, bis zur Blende 2, was eine ziemlich gute Geschichte ist, wie ich finde. Und so hat man dann die Möglichkeit da auch noch, und es ist auch noch weather-resistant, steht da auch noch drauf, das hat das 27er glaube ich nicht, steht zumindest nicht drauf, glaube ich also auch nicht, dass es das hat. Ja, also das so meine kleine Geschichte zum, mein kleiner Eindruck zum 27er. Also für Fotos wunderbar, für Videos besser nicht. Da für Videos auf das 1835er, 1855er, 35er, 23er oder ja, ich glaube, das waren die. Vielleicht das 16er, 28er dann zu setzen, wenn zwei das ist. Ah, und das 1024er, das ist auch noch gut. Also die Zoom-Objektive und die neueren Primes, die, also die neueren Festbrennweiten, die mit dem F2 oder 2.8 ausgestattet sind, die sind also, die haben einen internen, die haben einen anderen Fokusmechanismus, der intern funktioniert und der auch viel schneller und besser scharf stellen kann. Und das ist so meine Empfehlung, wenn es um Video geht. Und das war so mein kleiner Einblick und Eindruck über das 27mm Objektiv. Ich werde jetzt noch versuchen, hier an dem Video ein paar Fotos dran zu hängen, die ich mit dem 27mm gemacht habe, weil, ja, soll es so eine Art Review sein. Nun ja, ich kriege immer mal Beschwerden, wenn ich mal über Objektive rede und bestimmte Aspekte von Objektiven, dass da keine Videos, keine Bilderchen dran gehangen sind. Videos habt ihr jetzt genug gesehen, das sind die Videos, die ich beim letzten Mal alle hochgeladen habe, die wurden mit dem 27er gemacht, da könnt ihr euch so einen Eindruck vermitteln lassen, wie es da aussieht mit Fokus und so weiter, was so die Probleme sind. Und ich mache jetzt noch ein paar Fotos mit dem Teil und werde dann auch nochmal euch diese Fotos hinten dran hängen. So, das war's für diesen kurzen Techview-Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, Vlogging-Style mit der XT100 und dem XF 27mm und ich habe es jetzt bei F5.6 eingestellt. Man sollte die Fokusgeräusche aber trotzdem immer noch wahrnehmen. Ich kann mal gucken, ob ich das F auf 8 stellen kann. So, jetzt sollte ein bisschen was mehr im Fokus sein. Ich sollte ein bisschen was dunkler erscheinen, aber trotzdem wird man den Fokusmotor weiterhin hören, egal was ich im Grunde noch mache. Auch wenn ich so still stehe. Fokusmotor wird weiterhin zu hören sein, was so ein bisschen ein Problem ist, glaube ich, für Videoaufnahmen. Ansonsten, ja, Vlogging-Style-mäßig würde das eigentlich gehen. Ein bisschen was vielleicht zu nah dran, müsste man schauen, ein bisschen was weiter weghalten. Aber von der Leichtigkeit her brauche ich noch nicht mal einen Tripod oder irgendwas, um damit vloggen zu können. Und ich habe die Videostabilisierung jetzt ausgemacht, aber ja, das würde theoretisch funktionieren.